So, hier ein kleines Zwischenvideo zum Aufbau von dem Plasmaportal. Ich habe im Netz gesehen, dass manche hier vorne so eine Kappe drauf machen. Ich glaube hauptsächlich damit beim Einstechen ins Material nicht so viel nach oben weg spritzt und das oben nicht so verdreckt. Ich habe das jetzt mal für den Brenner hier. Für diese Größe, ich messe mal schnell nach. Das sind ja 32 mm. Das Teil hier konstruiert und von einem Bekannten drucken lassen. Oder der hat mir das freundlicherweise gedruckt. Und ich kann allerdings noch nicht sagen, ob oder wie gut das funktioniert. Da ich ja erst im Aufbau bin. Ich werde das Teil oder die STL dazu in der Videobeschreibung auch verlinken. Also wer will, kann das sich gerne runterladen und drucken. Und vielleicht auch einen Kommentar da lassen, wie das Teil funktioniert hat, ob es passt hat. Ich muss es leicht ausschleifen innen. Ich denke, dass das einfach vom Druck her wahrscheinlich nicht so genau war oder ich habe zu genau konstruiert. Auf jeden Fall kann man das Teil dann halt hier vorne drauf schieben. Ja, man braucht wahrscheinlich die Schraube hier gar nicht zum Festmachen, weil es hält auch so sehr gut. Und genau. So sieht das Ganze dann aus. Aber wie und ob es funktioniert, kann ich erst irgendwann später berichten.